Eine gute Trauerfeier zeichnet sich dadurch aus, dass man die Person, den Charakter des Verstorbenen, auch vielleicht den Beruf in der Trauerfeier wiedererkennt. Dass man die Lieblingsblumen in der Trauerfeier wiederfindet, dass man vielleicht auch andere Dinge, die Persönlichkeit des Verstorbenen auszeichnet, dass man die dann wiederfindet. Unser Unternehmen ist seit 1916 hier in Düsseldorf-Oberkassel, unweit der Lugallee im Herzen von Oberkassel. Wir sind mit Leib und Leben dabei, das heißt, ich war viele Jahre lang im Kirchenvorstand tätig, wir sind im Schützenwesen unterwegs, teilweise auch im Karneval. Unsere Tochter war Kindertonnenbäuerin hier bei der Tonnengarde in Niederkassel und wir sind mit unserer Familie immer ein offenes Haus für Besucher jeglicher Art. Ich weiß, dass Sie hier auch schon mal so etwas gemacht haben, dass die Pferde bis an die Friedhofskapelle gekommen sind und noch nachher, ich glaube, sogar vor dem Sarg gegangen sind und haben dann noch in der Nähe des Grabes gestanden. Ja. Und da ich halt Schütze mit Leib und Seele bin, könnte es möglich sein, dass sowas bei mir vielleicht auch mal passieren wird. Mhm. Viele Details kosten nicht unbedingt viel Aufwand oder Geld. Es sind Dinge, die Kleinigkeiten, die es ausmachen, dass man zum Beispiel sagt, wir legen ein Kondolenzbuch aus, was auch relativ einfach zu bewerkstelligen ist, damit sich die Trauergäste dort einschreiben können. Es gibt viele andere Dinge, die man eben auch lösen kann, die eben nur der Absprache bedürfen und die wir natürlich gerne anbieten. Wir bieten die Vorsorgedienstleistungen an und freuen uns über jeden Besucher, der zu uns kommt. Meine Frau ist Bestattungsmeisterin. Sie war bei uns die erste Bestattungsmeisterin in der Stadt Düsseldorf. Ich bin Diplom-Betriebswirt, habe neben meinem Studium natürlich auch den fachgeprüften Bestatter. Mein Vater ist als Senior noch stundenweise im Geschäft tätig. Unsere Kinder steigen schon ein und sind eben auch beim Fahren im technischen Dienst und so weiter auch für uns tätig. An 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden rund um die Uhr. Unsere Kunden können uns immer ansprechen mit ihren Anliegen und wir bieten die Leistung der offenen Aufbahrung, das heißt der Verabschiedung am offenen Sarg und auch der Trauerfeier abseits der Öffnungszeiten der Friedhofsverwaltung hier an. Wenn der Kunde dann sagt, Mensch, das hat alles prima geklappt und wir haben den Verstorbenen eigentlich gut wiedererkannt, wir haben die Details, die vorher besprochen worden sind, auf dem Friedhof wiedergefunden, die Blumen waren prima, die Musikauswahl war gelungen und ich sag mal, das Ganze war eigentlich genauso, wie wir uns das vorgestellt haben.